Schönen guten Abend hier aus der Bezalel-Synagoge in Lich und herzlich willkommen bei unserem Livestream. Mein Name ist Thorsten Denker, ich bin Leiter der VHS Landkreis Gießen und auch im Namen von Künstlich, von der Arbeitsstelle Holocaust-Literatur der Justus-Liebig-Universität Gießen und von Arbeit und Leben begrüße ich Sie ganz herzlich zur heutigen Lesung. Sie trägt den Titel »Es pocht eine Sehnsucht an unsere Welt«. Normalerweise säßen wir hier heute gemeinsam mit Ihnen im wunderschönen Saal der Bezalel-Synagoge, aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Trotzdem ist es uns wichtig, gerade in der aktuellen Situation diese Veranstaltung nicht abzusagen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Lesung ist Teil der Veranstaltungsreihe zum 9. November 1938 in Lich, die von unterschiedlichen kulturellen Akteuren mit Leben gefüllt und von Künstlich koordiniert wird. Mit den Veranstaltungen dieser Reihe erinnern wir an die Ereignisse der Pogromnacht am 9. November 1938. Und das tun wir ganz im Sinne Karl Jaspers, der die Notwendigkeit der Erinnerungskultur mit folgenden Worten belegt. Was geschah, ist eine Warnung. Sie zu vergessen, ist Schuld. Man soll ständig an sie erinnern. Es war möglich, dass dies geschah, und es bleibt möglich. Nur im Wissen kann dieses verhindert werden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der heutigen Lesung werden Texte von jüdischen Autorinnen und Autoren gelesen. Die 1924 im oberhessischen Niederohmen geborene Hilda Stern-Cohn und die expressionistische Avantgarde-Künstlerin Else Lasker-Schüler schreiben über ihre persönlichen Erfahrungen des Holocaust. Weiter hören wir Texte von Heinrich Heine. Lesen wird Sven Görz. Sven Görz ist studierter Philosoph, Sprecher, Autor und Songwriter. Er lebt in Stauffenberg bei Gießen. Und in Nicht-Corona-Zeiten ist er als Bühnenkünstler unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tournee. Musikalisch untermalt wird die Lesung von Anka Hirsch am Cello. Anka Hirsch studierte Theater- und Musikwissenschaftlerin. Sie arbeitet unter anderem als freiberufliche Musikerin. Bevor wir nun mit der Lesung der Texte beginnen, freue ich mich sehr, das Wort an Frau Landrätin Anita Schneider weitergeben zu können. Wie schön, dass Sie heute hier sind. Wir sind gespannt auf Ihr Grußwort. Ja, sehr verehrte Anwesende, liebe Zuhörende im Netz, eine durchaus etwas skurrile Situation, die aber viele Künstlerinnen und Künstler in dieser Zeit schon auch mehrmals erlebt haben. Man steht vor leeren Stühlen, man steht in einem leeren Saal und trotzdem, davon bin ich überzeugt, wird diese Veranstaltung gelingend sein. Es pocht eine Sehnsucht an die Welt. Unter diesem Titel steht die heutige Lesung von Texten jüdischer Autoren, Autorinnen. Und sie ist Teil der Veranstaltungsreihe zum 9. November 1938 in Lich, die an die Ereignisse der Pogromnacht erinnern. Dass wir solche Veranstaltungen oder durch solche Veranstaltungen gemeinsame Momente bekommen, die uns beim Erinnern unterstützen und weiteres Wissen vermitteln. Dafür möchte ich allen Kooperationspartnern, Herr Denker hat sie bereits genannt, ganz herzlich danken. Ich möchte aber auch allen Mitwirkenden, es sind die einzigen, die heute hier im Saal mit anwesend sind, für ihre Mitwirkung schon jetzt ein herzliches
Dankeschön Ihnen entgegenweisen. Ja, und zu Recht hat der Veranstalter in seinem Einladungstext auch darauf hingewiesen, dass auch aus den Texten Heinrich Heine deutlich wurde, dass viele Mechanismen des Antisemitismus weit in die Geschichte zurückreichen und auch bereits zu seinen Lebzeiten existierten. Wie ernst Heine diese Anzeichen nahm, wenn er diesen auch oft mit Spott und Satire begegnete, belegt ein Zitat aus dem Jahre 1823, veröffentlicht in der Tragödie Almansor. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende Menschen. Dies schrieb er bereits 115 Jahre vor der Pogromnacht, und obwohl ich mir sicher bin, dass er sich das Ausmaß dessen, was unter der Nazi-Herrschaft passierte, nicht vorstellen konnte. Nahezu 6 Millionen europäische Juden wurden ermordet. Mit diesem Teil unserer Geschichte verbindet sich eine besondere historische Verantwortung, die nicht vergehen wird und die uns alle verpflichtet, sich zu erinnern und noch wichtiger, aus dieser zu lernen. Zu lernen, wie wichtig es für unsere Demokratie ist, dass wir mit Respekt einander begegnen, unabhängig von nationaler und sozialer Herkunft und Religion. Dass wir unseren nachkommenden Generationen diesen Teil der Geschichte zugänglich und verständlich machen, ist und bleibt eine wichtige Aufgabe. Wir brauchen eine verantwortliche Erinnerungskultur. Wir brauchen Veranstaltungen wie heute Abend, Gedenkstättenfahrten, wie sie die Jugendförderung des Landkreises in gemeinsamer Verantwortung mit Schulen und der Arbeitsstelle Holocaust-Literatur anbietet. Auch gerade vor dem Hintergrund, dass es immer weniger lebende Zeitzeugen gibt, werden die Hinterlassenschaften, ihre Zeugnisse in Büchern, auf Tonbändern und Filmen immer mehr Bedeutung erlangen. Dies gilt auch für Gedenkstätten. Die Erinnerungskultur wird und muss sich weiterentwickeln. Und dass dies so ist, das erleben wir auch heute Abend in diesem ganz besonderen Format, was uns auch die Corona-Pandemie ein wenig aufgedrückt hat. Aber es ermöglicht auch vielen Menschen, heute Abend hier dran teilzunehmen, und das ist gut. Unsere deutsche Verantwortung vergeht nicht, so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Wir wollen ihr gerecht werden. Diese Worte weisen die Richtung, die uns leiten sollte, gerade mit Blick auf einen erstarkenden Antisemitismus in unserer Gesellschaft. So formuliert Bundespräsident Walter Steinmeier weiter: Wir Deutschen haben für immer aus der Geschichte gelernt. Das würde ich gerne sagen. Aber das kann ich nicht sagen, wenn Hass und Hetze sich ausbreiten. Das kann ich nicht sagen, wenn jüdische Kinder auf dem Schulhof bespuckt werden. Das kann ich nicht sagen, wenn unter dem Deckmantel angeblicher Kritik an israelischer Politik guter Antisemitismus hervorbricht. Das kann ich nicht sagen, wenn nur eine schwere Holztür verhindert, dass ein Rechtsterrorist in einer Synagoge in Halle ein Blutbad anrichtet. Meine sehr verehrten Anwesende und Zuhörende, Toleranz, Offenheit sind keine Merkmale einer Gesellschaft, auf die man sich einmal verständigt hat. Vielmehr sind sie immer wieder neu zu diskutieren, zu justieren. Es sind Prozesse, auf die wir uns immer wieder neu einlassen müssen, auch mit Blick auf Veränderungen in unserer Gesellschaft. Die offene Gesellschaft im Sinne des Philosophen Karl Popper verändert sich ständig, ist nie fertig. Sie lässt neue Gedanken, Lebensentwürfe zu, braucht sie sogar, um sich weiterzuentwickeln. Doch sie kritisiert sie auch. Es ist ein ständiger Kampf um eine nie sichere Freiheit. Diese Auseinandersetzung müssen wir für unsere Demokratie, für eine offene und tolerante Gesellschaft gegen Antisemitismus und Diskriminierung in jeglicher Form antreten. Es ist ein wesentlicher Teil dieser Auseinandersetzung
ist gelebte Erinnerungskultur. In diesem Sinne wünsche ich dieser Veranstaltung in diesem doch neuen Format eine gelingende Veranstaltung zu sein. Dankeschön. Ich beginne die Lesung unserer Autoren mit Else Lasker Schüler. Die jüdische Dichterin Else Lasker Schüler wurde am 11. Februar 1869 in Elberfeld, heute ein Stadtteil von Wuppertal, geboren. Ihre schriftstellerischen und künstlerischen Fähigkeiten lebte sie bereits als junge Frau aus. 1894 heiratete sie und bekam 1899 ihren ersten Sohn. Die Ehe wurde 1903 geschieden und auch ihre zweite Ehe, die sie im gleichen Jahr schloss, ging 1910 auseinander. Sie pflegte Freundschaften zu Gottfried Benn und Franz Marc. Als ihr Sohn 1927 an Tuberkulose starb, geriet sie in eine schwere Krise und emigrierte im April 1933 in die Schweiz, wo sie wenig später ein Arbeitsverbot erhielt. Dem folgte die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges war eine Rückreise in ihre Heimat nach einem Aufenthalt in Palästina nicht mehr möglich.
sodass sie ihr weiteres Leben dort in Palästina verbrachte. Am 22. Januar 1945 verstarb Else Lasker Schüler nach kurzer schwerer Krankheit in Jerusalem. Die Künstlerin zählt heute zu den bedeutendsten Vertreterinnen der avantgardistischen Moderne und des Expressionismus in der Literatur. Neben zahlreichen lyrischen Werken hat sie Erzählungen, Skizzen, Zeichnungen sowie Briefe und Dokumente hinterlassen. Weltende. Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre. Und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet grabesschwer. Komm, wir wollen uns näher verbergen. Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen. Du, wir wollen uns tief küssen. Es pocht deine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen. Morituri, die dem Tode geweihten. Du hast ein dunkles Lied mit meinem Blut geschrieben. Seitdem ist meine Seele jubellahm. Du hast mich aus dem Rosenparadies vertrieben. Ich muss sie lassen, alle, die mich lieben. Gleich einem Vagabund jagt mich der Gram. Und in den Nächten, wenn die Rosen singen, dann brütet still der Tod. Ich weiß nicht was. Ich möchte dir mein wehes Herze bringen, den bangen Zweifel und mein mühsam Ringen und alles Kranke und den Hass. Zebaoth. Gott, ich liebe dich in deinem Rosenkleide. Wenn du aus deinen Gärten trittst, Zebaoth. O du Gottjüngling, du Dichter, ich trinke einsam von deinen Düften. Meine erste Blüte Blut sehnte sich nach dir. So komme doch, o süßer Gott, du Gespiele Gott. Deines Tores Gold schmilzt an meiner Sehnsucht. Sulamit. O, ich lernte an deinem süßen Munde zu viel der Seligkeiten kennen. Schon fühle ich die Lippen Gabriels auf meinem Herzen brennen. Und die Nachtwolke trinkt meinen tiefen Zederntraum. O, wie dein Leben mir winkt. Und ich vergehe mit blühendem Herzeleid und verwehe im Weltraum in Zeit. In Ewigkeit. Und meine Seele verglüht in den Abendfarben Jerusalems. Gebet. Ich suche aller Landen eine Stadt, die einen Engel vor der Pforte hat. Ich trage seine großen Flügel, gebrochen schwer am Schulterblatt und in der Stirne seinen Stern als Siegel und wandle immer in die Nacht. Ich habe Liebe in die Welt gebracht, das Blau zu blühen jedes Herz vermag und habe ein Leben müde mich gewacht, in Gott gehüllt. Den dunklen Atemschlag. O Gott, schließ um mich deinen Mantel fest. Ich weiß, ich bin im Kugelglas der Rest, und wenn der letzte Mensch die Welt vergisst, du mich nicht wieder aus der Allmacht lässt und sich ein neuer Erdball um mich schließt.
Als letztes Gedicht von Else Lasker Schüler, ein Liebeslied. Komm zu mir in der Nacht, wir schlafen eng verschlungen. Müde bin ich sehr vom wachen Einsam. Ein fremder Vogel hat in dunkler Frühe schon gesungen, als noch mein Traum mit sich und mir gerungen. Es öffnen Blumen sich vor allen Quellen und färben sich mit deiner Augen immortellen. Komm zu mir in der Nacht auf 7 Sternenschuhen, in Liebe eingehüllt geht meine Zeit. Es steigen Monde aus verstaubten Himmelstruhen. Wir wollen wie 2 seltene Tiere Liebesruhen im hohen Rohre hinter dieser Welt. Thank you.
Heinrich Heine wurde am 13. Dezember 1797 geboren und lebte zuerst in Düsseldorf, später in Göttingen und Berlin. Als Essayist, Journalist und Satiriker wurde er weltbekannt. Er gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller und Dichter des 19. Jahrhunderts und war einer der letzten Vertreter und zugleich einer der Überwinder der Romantik. Seine jüdische Herkunft und der im 19. Jahrhundert aufblühende Antisemitismus machten den Alltag für Heine und für sein Schreiben zunehmend unerträglich. Während seines Jurastudiums wurde er als Jude aus einer Burschenschaft ausgeschlossen. Später erhielt er Publikationsverbot. 1831 beschloss Heine schließlich, Deutschland den Rücken zu kehren und ging ins Exil nach Paris. Er beobachtete einen zunehmenden Antisemitismus in Europa und schrieb gegen ihn an. In seinen Werken begegnete er dem Thema häufig mit Spott und Satire. Rassismus und Antisemitismus existierten also bereits schon sehr lange vor dem Nationalsozialismus. Der deutsche Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky nannte Heine einmal den bedeutendsten Journalisten unter den deutschen Dichtern und den berühmtesten Dichter unter den Journalisten der ganzen Welt. Er war ein Freigeist, Querdenker, begnadeter Analyst und lebte zur falschen Zeit im falschen Land. Denn Presse- und Meinungsfreiheit gab es in Deutschland des frühen 19. Jahrhunderts nicht. Im Februar 1856 starb Heine nach jahrelanger Krankheit im Pariser Exil. In der Reichspogromnacht 1938 war das Werk Heines in Nazi-Deutschland bereits verboten. Wenn in Schulbüchern oder Gedichtsammlungen sein berühmtestes Gedicht »Die Lorelei« »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten« abgedruckt wurde, dann ohne Nennung des Autoren mit dem Hinweis »Volkslied«. Das neue israelitische Hospital zu Hamburg. Ein Hospital für arme, kranke Juden, für Menschenkinder, welche dreifach elend, behaftet mit den bösen drei Gebresten, mit Armut, Körperschmerz und Judentum. Das Schlimmste von den dreien ist das Letzte, das tausendjährige Familienübel, die aus dem Niltal mitgeschleppte Plage, der altägyptisch ungesunde Glaube. Unheilbar, tiefes Leid. Dagegen helfen nicht Dampfbad, Dusche, nicht die Apparate der Chirurgie, noch all die Arzneien, die dieses Haus den siechen Gästen bietet. Wird einst die Zeit, die ewige Göttin tilgen, das dunkle Weh, das sich vererbt vom Vater herunter auf den Sohn, wird einst der Enkel genesen und vernünftig sein und glücklich? Ich weiß es nicht. Doch mittlerweile wollen wir preisen jenes Herz, das klug und liebreich zu lindern suchte, was der Linderung fähig, zeitlichen Balsam träufelnd in die Wunden. Dieser teure Mann. Er baute hier ein Obach für Leiden, welche heilbar durch die Künste des Arztes oder auch des Todes, sorgte für Polster, Labetrank, Wartung und Pflege. Ein Mann, der tat er, was eben tunlich. Für gute Werke gab er hin den Taglohn, am Abend seines Lebens menschenfreundlich, doch wohltun sich erholend von der Arbeit. Er gab mit reicher Hand, doch reichere Spende entrollte manchmal seinem Auge die Träne, die kostbar schöne Träne, die er weinte, ob der unheilbar großen Brüderkrankheit. Erinnerung aus Krähwinkels Schreckenstagen. Wir, Bürgermeister und Senat, wir haben folgendes Mandat.
stadtväterlichst an alle Klassen der treuen Bürgerschaft erlassen. Ausländer, Fremde sind es meist, die unter uns gesät den Geist der Rebellion, dergleichen Sünder, Gottlob, sind selten Landeskinder. Auch Gottesleugner sind es meist. Wer sich von seinem Gott reißt, wird endlich auch abtrünnig werden von seinen irdischen Behörden. Der Obrigkeit gehorchen ist die erste Pflicht für Jud und Christ. Es schließt jeder seine Bude, sobald es dunkelt, Christ und Jude. Wo ihrer drei beisammenstehen, da soll man auseinandergehen. Des Nachts soll niemand auf den Gassen sich ohne Leuchte sehen lassen. Es liefere seine Waffen aus, ein jeder in dem Gildenhaus. Auch Munition von jeder Sorte wird deponiert am selben Orte. Wer auf der Straße resoniert, wird unverzüglich füsiliert. Das Resonieren durch Gebärden soll gleichfalls hart bestraft werden. Vertrauet eurem Magistrat. Der fromm und liebend schützt den Staat durch huldreich hochwohlweises Walten. Euch ziemt es, stets das Maul zu halten. Nachtgedanken. Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schließen und meine heißen Tränen fließen. Die Jahre kommen und vergehen, seit ich die Mutter nicht gesehen. 12 Jahre sind schon hingegangen, es wächst mein Sehnen und Verlangen. Mein Sehnen und Verlangen wächst, die alte Frau hat mich behext. Ich denke immer an die Alte. Die alte Frau, die Gott erhalte. Die alte Frau hat mich so lieb. Und in den Briefen, die sie schrieb, sehe ich, wie ihre Hand gezittert. Wie tief das Mutterherz erschüttert. Die Mutter liegt mir stets am Sinn. 12 lange Jahre flossen hin. 12 Jahre sind verflossen, seit ich sie nicht ins Herz geschlossen. Deutschland hat ewigen Bestand. Es ist ein kerngesundes Land. Mit seinen Eichen, seinen Linden werde ich's immer wieder finden. Nach Deutschland lächst dich nicht so sehr, wenn nicht dorten die Mutter wär. Das Vaterland wird nie verderben, jedoch die alte Frau kann sterben. Seit ich das Land verlassen habe, so viele sanken dort ins Grab, die ich geliebt. Wenn ich sie zähle, soll verbluten meine Seele. Und zählen muss ich. Mit der Zahl schwillt immer höher meine Qual. Mir ist, als wälzten sich die Leichen auf meine Brust. Gottlob, sie weichen. Gottlob, durch meine Fenster bricht französisch heitres Tageslicht. Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen, und lächelt fort die deutschen Sorgen. Das, meine Damen und Herren, war vollkommen improvisiert. Weltlauf. Hat man viel, so wird man bald noch viel mehr dazu bekommen. Wer nur wenig hat, dem wird auch das Wenige genommen. Wenn du aber gar nichts hast, so lass dich begraben, denn ein Recht zum Leben, lump, haben nur, die was haben. Thank you.
die letzte Autorin der Lesung des heutigen Abends ist Hilda Stern Cohen. Hilda Stern Cohen wurde 1924 im hessischen Niederohmen geboren. Mit 17 Jahren wurde sie mit ihren Eltern in das Ghetto Wusch, Litzmannstadt, deportiert. Ihre Eltern starben dort. 1944 kam Hilda Stern Cohen nach Auschwitz. Sie überlebte das Vernichtungslager sowie den anschließenden Todesmarsch im Februar 1945 und wurde befreit. Sie emigrierte 1946 über Österreich in die USA, wo sie später heiratete und drei Töchter bekam. 1997 verstarb Hilda Stern Cohen im Alter von 73 Jahren. Ihr Nachlass, der in dem Band »Genagelt ist meine Zunge« versammelt ist, wurde größtenteils in einem vertriebenen Lager in Österreich im Jahre 1946 geschrieben. Erst nach ihrem Tod fand Werner V. Cohen, mit dem Hilde Stern Cohen 50 Jahre verheiratet war, ihre Erinnerungen, die sie in Schulheften notiert hatte. Die Texte umfassen Lyrik und Prosastücke, die die Erfahrungen einer jungen Frau, die den Holocaust überlebte, beschreiben. Das Werk wurde in Zusammenarbeit mit Werner Cohen von Erwin Leibfried, William Gilcher und Sascha Feuchert herausgegeben. Werner Cohen schrieb: Die Hefte enthielten Gedichte, Briefe, Einsichten, Einblicke in das Leben der Verfolgten während und nach der Shoah. Die Wirkung war fesselnd. Hildas Werke sprechen vom Menschen im Angesicht von Tod und Verzweiflung. Wie konnte ein so junger Mensch so viel erlebt und so viel verstanden haben? Die biografischen Einleitungen zu unseren Autorinnen und Autoren stammen von der Arbeitsstelle Holocaust-Literatur der Justus-Liebig-Universität Gießen. Genagelt ist meine Zunge. Genagelt ist meine Zunge an eine Sprache, die mich verflucht, hineingehämmert in meine Ohren, mit den Tönen der Liebe und des fressenden Hasses. Hineingespiegelt in meine Seele die mächtigen Geister ewiger Schriften, die alten Türme der Städte, die grünenden Buchenwälder, die Flüsse kleine und eilige und die Sterne, die nächtens darüber stehen. Hereingespiegelt in meine Augen der gedruckte Unrat keifender Pamphlete, der sperrende Stacheldraht, die wohlgemauerten Verließe der Schande und die Scheinwerfer, die das Gift in die Dämmerung jagen. Liebe und Hass haben sich getragen zum Kreuz, an das mein Herz geschmiedet ist, und meine Zunge. Mein Hungerlied. Ich wiege einen Wolf im sorgsamen Arm an meiner nackten Brust. Die Brust wird kalt, sein Pelz wird warm. Er wiegt sich in wohliger Lust. Mein Hungerlied. Dein Schlummerlied sing ich dir, mein Wölfchen, schlafe. Der Löwenzahn und die Distel blüht, und es blöken viel hungrige Schafe. Mein Wölfchen, schlaf, die hungrigen Schafe sterben. Und hältst du die Zähne dir scharf und brav, wirst ihre Kadaver du erben. Mein Hungerlied. Dein Schlummerlied, mein Wölfchen, es geht zu Ende. Warm schlägt dein Puls, dein Pelzchen glüht und starr sind mir Busen und Hände. Gram.
So laufe ich wirr mit meinem Kram herum. Ich lieh ihm gern vergnügliche Gesichte. Doch hänge ich kaum ihm einen Mantel um, steigt Hydra gleich er unversehrt ans Lichte. Drum redet nicht von Schicksal, vom Ertragen. Mich deucht, dies ist des Lebens letzter Schluss, dass man für Lust aus längst vergessenen Tagen das Leiden bis zum Ende kosten muss. Wenn sich die Dämmerung in die Blöcke drängt und zwischen Brettern auf verfaultem Stroh die Glieder uns im Andern verrenkt, wir fühlen nicht. Nur irgendwo, im feuchten Winkeln, hockt es grau mit roten Augen, dürre Arme starr hinaufgereckt aus Knochenspitzen, langen Fingern leckt Irrlichtern Feuer. Augen blicken heiß und Zähne weiß. Das Schweigen zieht mir einmal von Stirn auf Brust und Hand. Ich fühl den Irrsinn, der uns auf die Folter spannt. Hoffnung. Ich hoffe auf morgen. Ich hoffe auf leichte Tage. Hoffe auf den Schlaf und auf die Lämmerwolke, die mich durch Träume schrecklos sanft ertrage. Gehungert habe ich, selbst mich aufgefressen. Und Freunde haben mich am Wege gefunden und Freunde lassen gestern mich vergessen. Ich esse mich satt, ich schreite ohne Plage und sehe mich selbst und andere mir gefallen und dennoch warte ich auf bessere Tage. Ich hoffe auf morgen, hoffe auf Nacht und Schweigen und hoffe auf einen Gott, der mit mir wandert, um mir den hoffnungslosen Weg zu zeigen. Meine Damen und Herren, das letzte Gedicht, das ich für Sie ausgewählt habe heute Abend, von Hilda Stern-Cohen, trägt den Titel Stunden. Leise knien um mich nieder all die viel erlittenen Stunden. Die Erlebten stehen wieder zur Verfügung anderer Kunden. Alles Blut aus meinem Herzen wandert in die kalten Glieder. Leise regnen meine Schmerzen in den zähen Kot hinieder. Oft gedenke ich meiner Süchte und gedenk zu vielen Malen beim Gekritzel der Gedichte Melodien meiner Qualen. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Liebe Anka Hirsch, lieber Sven Goertz, im Namen aller Kooperationspartner künstlich der Arbeitsstelle Holocaust-Literatur der Justus-Liebig-Universität Gießen, im Namen von Arbeit und Leben und im Namen der VHS Landkreis Gießen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die intensive Vorbereitung, für die eindrucksvolle Lesung, die wunderbare musikalische Begleitung und für die so angenehme und verlässliche Zusammenarbeit. Einen ganz herzlichen Dank auch an Markus Bender und Dennis Körber für die technische Begleitung, die, das können Sie mir glauben, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für uns das allererste Mal war und aufregend war. In den nächsten Tagen werden wir noch ein bearbeitetes Video der heutigen Lesung auf den YouTube-Account der VHS Landkreis Gießen stellen und dort veröffentlichen. Vielleicht haben Sie Lust, auch dann noch mal reinzuklicken. Wenn es Ihnen gefallen hat, schicken Sie den Link gerne weiter an Freunde und Bekannte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir danken Ihnen zu Hause für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie in diesen Zeiten gesund und bleiben Sie neugierig. Auf Wiedersehen.